Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich habe mich in den letzten Predigten mit der Frage befasst, wie zuverlässig die Bibel ist. Und ich habe Ihnen auch gezeigt, wie überhaupt die Schriften der Bibel kanonisiert wurden. Wie anerkannt wurde, dass sowohl die Schriften des Alten als auch des Neuen Testamentes inspiriert sind. Dass es in der Tat Gottes Worte sind, die an uns heute ergehen. Und wenn man dies verstanden hat, dann muss man natürlich auch begreifen, dass wir Gott gegenüber es schuldig sind, seine Worte zu halten. Nun, die meisten kennen natürlich Gottes Worte gar nicht, sie lesen die Bibel überhaupt nicht, oder wenn sie sie lesen, dann nur auszugsweise, oder sie haben ihre eigenen Interpretationen, was so wohl gemeint sein mag. Und dann haben natürlich so einige auch von Sünde gehört, aber nur eine nebulöse Vorstellung davon, was eigentlich Sünde ist. Sie haben vielleicht gehört, dass man seine Sünden bereuen muss, dass man das Opfer Jesu Christi annehmen muss. Aber was ist eigentlich Sünde? Wie definiert Gottes Wort Sünde? Schauen Sie im ersten Johannesbrief, und ich möchte dies einmal aus der Zürcher Bibel vorlesen, im dritten Kapitel. Da wird ganz klar und deutlich gesagt, was Sünde ist. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 4. Da schreibt nämlich Johannes in der Zürcher Übersetzung, jeder, der die Sünde begeht, der begeht auch die Übertretung des Gesetzes. Denn Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Nun, welches Gesetz ist gemeint? Nun, das Gesetz Gottes, das Gesetz der 10 Gebote und natürlich dann auch der Rechtsvorschriften und der Satzungen, die 10 Gebote näher erklären, näher erläutern. Christus kam ja, wie er sagte, um das Gesetz herrlich und groß zu machen. Jakobus sagt uns, dass wenn man eins der Gebote des Gesetzes übertritt, dann ist man ein Übertreter des gesamten Gesetzes geworden, weil alles dies zusammengehört. Nun sagen einige, ja, aber wir sind ja heute nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind ja heute unter der Gnade. Und wir sind also frei, das Gesetz nicht mehr zu halten. Jemand schrieb mir das kürzlich. Nun, es ist in der Tat richtig, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind unter der Gnade. Was bedeutet das? Schauen Sie, wenn wir das Gesetz brechen, dann sind wir unter dem Gesetz, dann sind wir unter seiner Strafe, dann sind wir unter seinem Fluch. Deswegen lesen wir auch, dass wir nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes sind, weil nämlich Gottes Gnade kam. Durch das Opfer Jesu Christi ist uns die Sünde vergeben worden. Wir sind nicht mehr unter der Strafe des Gesetzes, unter dem Fluch des Gesetzes. Gott sagt uns, dass der Sünde Sold der Tod ist. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das bedeutet nun aber nicht, weil wir nun unter der Gnade sind, weil wir begnadigt worden sind, weil uns unsere Strafe erlassen worden ist, dass wir jetzt weiter sündigen können, dass wir jetzt weiter das Gesetz brechen können. Paulus sagt, wer das sagt, der ist verflucht. Er sagt, soll jetzt unsere Sünde zunehmen, damit die Gnade mächtiger werde, der sei verflucht, sagt er. Also wer heute meint, dass er frei sei, das Gesetz zu brechen, der ist nach den Worten des Paulus verflucht. Er ist wieder unter dem Fluch des Gesetzes, weil er nun wiederum das Gesetz bricht. Schauen Sie, es geht letztlich ja gar nicht darum, dass man sagt, ja, man ist frei zu töten, man ist frei zu stehlen, man ist frei, die Ehe zu brechen, man ist frei, sagen wir einmal, anderen etwas wegzunehmen, die zu belügen. Nein, es geht lediglich nur um den Sabbat. Ich meine, das ist an sich das Problem. Die meisten sagen, ja, heute sind wir frei, den Sabbat nicht mehr zu halten. Aber schauen Sie, Jakobus sagt, wenn wir uns in einem Punkt vergehen, dann vergehen wir uns am ganzen Gesetz. Also die Bibel sagt uns, die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Nun, es gibt noch andere Definitionen der Sünde. Es wird zum Beispiel gesagt, dass wenn jemand etwas weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, dem ist es Sünde. Da besteht kein Widerspruch, denn Paulus sagt, das Gesetz ist herrlich und gut. Also mit anderen Worten, wer weiß, die Gebote des Gesetzes zu halten, was eben gut ist und es nicht tut, dann haben wir wiederum die Sünde. Nun, es wird auch gesagt, dass zum Beispiel Stolz Sünde ist, denn viele Menschen sind zu stolz, das Gesetz zu halten. Die sagen, ja, wir brauchen keinen, der uns sagt, was wir zu tun haben, wir können das selbst für uns entscheiden. So gibt es also verschiedene Definitionen. Aber wie gesagt, Paulus sagt auch, was nicht aus dem Glauben geschieht, ist Sünde. Also wir wissen zum Beispiel, was wir tun müssen, aber wir tun es nicht. Oder wir wissen, was wir nicht tun sollten und wir tun es doch. Aber haben dann selbst auch Gewissensbisse. Es entspricht nicht unserem Glauben. Schauen Sie, unserer Überzeugung, dass das, was wir tun, richtig ist, das ist auch Sünde.
Aber es ist nicht unbedingt Sünde, wenn wir gegen unser Gewissen verstoßen, nur dann, wenn das, was unser Gewissen uns sagt, im Einklang steht mit dem, was Gott sagt. Also ihr Gewissen ist nicht unbedingt ein Wegweiser, der verlässlich ist. Denn wie kommt ihr Gewissen zustande? Nun, es kommt zustande dadurch, dass man sich so gewisse Dinge angeeignet hat und dann nach denen lebt. Aber man weiß ja nicht unbedingt, ob diese Dinge, die man sich so angeeignet hat, richtig sind. Sie müssen eben auf dem Wort Gottes beruhen. Nachdem wir also jetzt festgestellt haben, was Sünde ist, dann erhebt sich die Frage, wie können wir Sünde vermeiden? Einige haben mich gefragt, was denn eigentlich so die unvergebbare Sünde ist. Denn es gibt eine Sünde, von der Christus spricht, von der auch der Apostel Paulus spricht, die nicht vergeben werden kann. Was ist diese Sünde? Einige machen sich Sorgen, dass sie diese Sünde begangen haben, sind sehr traurig und bekümmert darüber. Nun, ich kann Ihnen ganz dogmatisch versichern, Sie haben diese Sünde dann nicht begangen, wenn Sie diese Einstellung haben. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen, was eigentlich die unvergebbare Sünde ist. Aber wie können Sie sündigen? Nun, die Bibel sagt uns ganz eindeutig, es gibt da verschiedene Kategorien. Und wir wollen uns diese einmal näher heute anschauen. Zunächst einmal etwas, was vielleicht verblüffend ist, aber eine sehr häufige Ursache der Sünde, der Übertretung des Gesetzes, des Verstoßes dessen, was man weiß oder nicht weiß, oder vielmehr, was man weiß zu tun oder nicht zu tun, ist Nachlässigkeit. Nachlässigkeit. Schauen wir uns einmal im Hebräerbrief das 2. Kapitel an. Da warnt nämlich Paulus davor, nachlässig zu sein. Hebräer Kapitel 2, angefangen in Vers 2. Und er spricht hier über Ereignisse im Alten Testament. Er sagt in Hebräer Kapitel 2 und Vers 2, denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Luther übersetzt hier, die wir ein so großes Heil nicht achten. Die Elberfelder Bibel und die Zürcher Bibel übersetzen, wenn wir ein so großes Heil missachten. Und die Menge Bibel sagt, wenn wir ein so großes Heil unbeachtet lassen. Also wir sind zu nachlässig geworden, uns auf dieses Heil, das uns angeboten wird, zu konzentrieren. Damit wird eine Kausalkette in Gang gesetzt, die zur unvergebbaren Sünde führen kann. Aber es ist natürlich zunächst einmal Voraussetzung, dass wir überhaupt wissen, was das Heil ist, was uns angeboten wird. Schauen wir uns hier einmal den Gegensatz an. In Hebräer Kapitel 10, da schreibt Paulus nämlich in Vers 23, Hebräer Kapitel 10 und Vers 23, lasst uns festhalten. Also das genaue Gegenteil von dem, was er vorher sagte. Vorher sagte, lasst uns nicht in die Versuchung gelangen, das Heil zu missachten. Im Gegenteil, er sagt, lasst uns nun festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Nun, diejenigen, die die Möglichkeit haben, sich mit Gleichgesinnten zu versammeln, die sollten es tun. Aber in ein Wort der Mahnung hier, ein Wort der Warnung, sie sollten schon sich darüber im Klaren sein, dass sie sich mit Gleichgesinnten versammeln sollten. Denn eine Versammlung mit Nicht-Gleichgesinnten kann da wenig Gutes erzeugen. Also es geht darum, an dem Bekenntnis festzuhalten, nicht nachlässig zu sein gegenüber dem Bekenntnis. Ich gebe Ihnen jetzt ein interessantes Beispiel im Alten Testament, im 2. Buch Chronik. Im 2. Buch Chronik, im 29. Kapitel, da wird nämlich ein schönes Beispiel dargelegt über den König Hiskia. 2. Chronik 29, angefangen in Vers 1. Der Hiskia, der war 25 Jahre alt, als er König wurde. Einige unserer Zuschauer, die sind vielleicht in diesem Alter. Stellen Sie sich einmal vor, Sie würden jetzt König werden mit einem solchen Alter. Aber der wurde König, als er 25 Jahre alt war. Und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem.
Und seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Zecharias. Nun, die wird hier erwähnt, weil sie einen sehr großen Einfluss hatte, einen positiven Einfluss auf ihren Sohn. Die war die Tochter des Zecharia. Vers 2. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Und er tat auf die Türen am Hause des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft und besserte sie aus. Und er ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten und sprach zu ihnen: Hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch nun, dass ihr weihet das Haus des Herrn des Gottes eurer Väter und tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum. Die hatten das also sehr vernachlässigt. Und viele Dinge waren dort jetzt geschehen, die nicht hätten geschehen sollen. Und dieser Hiskia, der war jetzt bereit, alles dies wieder ins Positive zu verändern. Vers 6, denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was dem Herrn, unserem Gott, missfällt und haben ihn verlassen und haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken gekehrt. Sie haben sogar die Türen an der Vorhalle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und kein Räucherwerk geräuchert und dem Gott Israels kein Brandopfer im Heiligtum dargebracht. Daher ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen. Schauen Sie, die haben vielleicht gemeint, es ist Gott nicht so wichtig, dass diese Vorschriften so erfüllt werden sollten, wie Gott sie gesagt hatte. Aber für Gott war es sehr wichtig. Und weil dies nicht geschehen war, heißt es hier, da ist der Zorn des Herrn über das Volk gekommen. Und er hat sie dahingegeben zum Entsetzen und zum Erschrecken, dass man sie verspotten oder verspottet, wie ihr mit ihren Augen seht. Denn siehe, um dessen Willen sind unsere Väter durchs Schwert gefallen und unsere Söhne, Töchter und Frauen weggeführt. Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu schließen mit dem Herrn, dem Gott Israels, dass sein Zorn und Grimm sich von uns wende. Vers 11. Nun, meine Söhne, sagt er hier zu den Leviten, seid nicht lässig, also seid nicht nachlässig. Nachlässigkeit hat es genug gegeben. Seid nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt, dass ihr zum Dienst vor ihm stehen sollt und dass ihr seine Diener seid und ihm Opfer bringt. Und die Leviten haben diese Ermahnung angenommen und wurden sehr eifrig, jetzt um das zu erfüllen, was hier der König ihnen gesagt hatte, was eben im Einklang stand zu Gottes Wort. Also wie gesagt, Nachlässigkeit ist mehr oder weniger der Beginn, der Schlüssel zur weiteren Sünde, wie ich Ihnen zeigen werde. Es fängt meistens mit Nachlässigkeit an, hört aber, wenn man diese Nachlässigkeit nicht bereut, nicht mit der Nachlässigkeit auf. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Sünde. Und ich möchte kurz auf diese heute eingehen. Zunächst einmal eine Stelle im Buch Hesekiel. Hesekiel Kapitel 45. Hesekiel Kapitel 45 und lesen wir einmal Vers 20. Da werden nämlich schon bereits zwei Kategorien von Sünde erwähnt. Hesekiel 45 und Vers 20. So sollt auch tun ihr am ersten Tage des siebenten Monates wegen derer, die sich verfehlt haben, andere Übersetzungen haben, die sich versündigt haben, aus Versehen oder Unwissenheit. Und damit entsühnt ihr den Tempel. Dies ist eine Prophezeiung. Das ist noch gar nicht geschehen. Das wird erst noch im Millennium erfolgen. Aber schauen Sie, hier werden zwei Kategorien angeführt, die sich verfehlt haben, versündigt haben, wie es heißt in Vers 20, aus Versehen oder aus Unwissenheit. Wie, wir können aus Unwissenheit sündigen? Nun, wie es so schön heißt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wenn Sie wissen könnten, was Sie tun sollten oder nicht tun sollten, und willentlich, unwissentlich bleiben, dann ist das Sünde in Gottes Augen. Denn schauen Sie, im 2. Petrusbrief geht Petrus aber eine solche Haltung ein. 2. Petrus Kapitel 3 und in Vers 5. 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 5. Hier sind Spötter der Endzeit, von denen Petrus hier spricht, die sagen, ach, mein Herr, der kommt noch lange nicht, es bleibt alles so, wie es gewesen ist. Also diese Voraussagen, dass also Christus irgendwann mal kommen wird, dass Sünder bestraft werden, dass Gerechte belohnt werden, das ist ja alles doch Unsinn, das passiert ja nicht, es bleibt alles so, wie es war. Vers 5, Petrus sagt, denn sie wollen nichts davon wissen. Schauen Sie, bewusste Unwissenheit, die wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sündflut vernichtet. Aber die wollen das nicht wissen. Die wollen nicht wissen, dass Gott
Ein Gott ist, der auch straft, wenn man sich gegen ihn versündigt. Also bewusste Unwissenheit schützt vor Gottes Zorn und Strafe keineswegs. Wenn man wissen kann und wissen sollte und die Möglichkeit hat zu wissen, aber es bewusst ablehnt, nichts davon wissen will. Also das ist schon eine Sünde. Aber wir können auch auf andere Weise sündigen, wie zum Beispiel durch Fahrlässigkeit. Wir kennen ja im Strafrecht die Fahrlässigkeit, die sich vom Vorsatz unterscheidet. Aber auch Fahrlässigkeit ist ja sogar im deutschen Strafrecht unter gewissen Voraussetzungen strafbar. Warum? Weil man eben nicht die notwendige Vorsorge getroffen hat. Weil man Dinge getan hat, die, wenn man sich das richtig überlegt hätte, nicht tun sollte oder hätte tun sollen und dadurch andere gefährdet. Und auch Fahrlässigkeit ist in Gottes Augen eine Sünde, nicht nur ein Verbrechen. Schauen wir uns einmal 3. Mose Kapitel 4 an. 3. Mose Kapitel 4. Und in Vers 22. Das steht ja in gewisser Weise mit der wissentlichen Unwissenheit in Verbindung. Denn man will ja nicht wissen, und wenn man es nicht wissen will, dann bringt man auch in gewisser Weise keine Dinge zutage, die Ursachen dann verhindern könnten. In 3. Mose 4 und Vers 22 heißt es, wenn aber ein Stammesfürst sündigt und aus Versehen irgendetwas gegen des Herrn seines Gottes Gebote tut, was er nicht tun sollte, so hat er sich verschuldet. Es heißt ja aus Versehen, es kann aber auch aus Fahrlässigkeit übersetzt werden. Ich möchte die 5. Mose Kapitel 4 now, die Verse 41 und 42 aus der Elberfelder Bibel vorlesen. 5. Mose Kapitel 4 und die Verse 41 und 42. Es geht hier darum, dass jemand einen anderen Menschen erschlug im Alten Testament, aber nicht aus Vorsatz. Gleichwohl handelte er scheinbar aus Fahrlässigkeit und musste sich zunächst einmal dann für eine Zeit in eine Stadt, die dafür besonders ausgesondert wurde, zurückziehen, damit er nicht in die Hände des Todesrächers fiel, den es damals gab, der ein enger Verwandter war, der das Recht hatte, damals im Alten Testament das Leben eines solchen dann zu nehmen. Aber Gott hatte zugesehen, dass ein solcher Mensch eben, der nicht vorsätzlich gehandelt hatte, davon verschont würde. Und so lesen wir hier in 5. Buch Mose Kapitel 4 und Vers 41, damals sonderte Mose 3 Städte aus jenseits des Jordan gegen Sonnenaufgang, damit ein Totschläger, aber ein Totschläger, der, wie wir jetzt sehen werden, fahrlässig gehandelt hatte, ein Totschläger dahin fliehen kann, der seinen Nächsten unabsichtlich erschlagen hat und ihn nicht schon vorher hasste. Und in Anmerkung heißt es hier, seit gestern und vorgestern. Also es war kein Hass vorhanden für einige Tage, der ihn dann dazu motiviert hätte, seinen Nächsten zu erschlagen. Also jemand, der keinen hasste, und Christus sagt ja später, dass Hass zum Mord führt. Also hier war es in diesem Sinne kein Mord, es war eine fahrlässige Tötung, aber gleichwohl eine Sünde, die Strafe nach sich zog, die eben diesen Totschläger dazu motivierte, um sein Leben zu retten, sich in diese Stadt zurückzuziehen. Wir lesen das auch im Buch Josua, Josua Kapitel 20. Also auch Fahrlässigkeit schützt vor Strafe nicht. Schauen Sie, wenn wir heute fahrlässig Gottes Wort übertreten, weil wir uns nicht so recht darum kümmern, was eigentlich da gesagt wird und meinen, ja, das kommt nicht so darauf an, wir wissen es vielleicht sogar, aber wir meinen nicht, dass das wichtig sei in Gottes Augen. Das ist in Gottes Augen ebenfalls Sünde. Josua Kapitel 20, angefangen Vers 1. Der Herr redete zu Josua, redet zu den Söhnen Israel, bestimmt für euch die Zufluchtsstätte, von denen ich durch Mose zu euch geredet habe, damit dorthin ein Totschläger fliehen kann, der jemanden aus Versehen unbeabsichtigt erschlagen hat. Sie sollen euch als Zuflucht vor dem Bluträcher dienen. Schauen Sie. Unbeabsichtigt hat er dies getan, aus Versehen hat er dies getan, nicht weil er den Nächsten gehasst hatte. Aber dann gibt es noch eine weitere Kategorie, die hiermit im engen Zusammenhang steht. Wir können nämlich auch sündigen, weil wir nicht irgendwie über das, was wir tun, nachdenken. Das kann sehr häufig geschehen. Wir sündigen, weil wir uns nicht auf das konzentrieren, was wir sagen, was wir tun.
Dritten Buch Mose gibt uns ein Beispiel hierfür. Dritten Buch Mose Kapitel 5, die Verse 4 und 5. Dritten Buch Mose Kapitel 5, die Verse 4 und 5. Schauen Sie, das ist sehr häufig auch heute der Fall, was hier beschrieben wird. Wenn jemand schwört, oder wir sollen ja sowieso als Christen überhaupt nicht schwören, aber auch wenn wir etwas sagen, das ihm über die Lippen fährt, er wolle Schaden oder Gutes tun, also irgendwas, wir sagen irgendwas, was wir tun wollen. Wie denn einem Menschen ein Schwur entfahren mag, und er bedachte es nicht, und er wird es inne, und er hat sich so oder so schuldig gemacht. Wenn es also geschieht, dass er sich so oder so schuldig gemacht hat, so soll er bekennen, womit er gesündigt hat. Und dann mussten damals im Alten Testament die Menschen ein Opfer bringen, ein Tieropfer oder manchmal auch ein anderes Opfer. Das ist heute nicht mehr notwendig. Durch das Opfer Jesu Christi sind alle die Opfergesetze des Alten Testamentes abgeschafft worden. Jesus Christus ist das Opfer, das ein für alle Mal für uns getötet wurde. Aber die Prinzipien, die sind nach wie vor vorhanden. Schauen Sie, wir sind ja heute sogar in Gottes Augen lebendige Opfer, sollen es sein. Wir sollen zum Beispiel das Opfer der Lippen Gott gegenüber bringen. Unser Gebet. Unser Gebet wird mit süßem Weihrauch verglichen, der damals ganz buchstäblich auf dem Tempel, auf dem Altar geopfert werden musste. Also schauen Sie, die Prinzipien, was das Opfergesetz damals symbolisierte, ist nach wie vor für uns vorhanden. Und hier ist auch klar und deutlich gesagt, wann zum Beispiel eine Sünde stattfand. Hier in diesem Falle, jemand sagt etwas unüberlegt. Er will etwas tun oder nicht tun. Und dann wird er sich bewusst dessen, was er eigentlich so gesagt hat. Und es wird ihm klar, er kann das gar nicht ausführen. Nun, wenn er es ausführen kann, dann muss er es ausführen. Die Bibel sagt uns nämlich auch, wenn jemand sogar etwas sagt, was zu seinem eigenen Nachteil dient, soll er es trotzdem ausführen. Er soll eben sich sehr bewusst darüber sein, was er überhaupt zunächst einmal sagt, was er verspricht. Einige versprechen so alles, was man sich so denken kann. Auch ich bin morgen um die und die Zeit bei dir. Und dann sind sie natürlich überhaupt nicht da und geben auch keinerlei Entschuldigung an, Erklärung, warum sie überhaupt nicht gekommen sind. Das ist Sünde in Gottes Augen. Wenn sie etwas versprechen, müssen sie es halten. Aber hier wird deutlich, dass auch damals im Alten Testament bereits die Möglichkeit bestand, durch diese Tieropfer wieder eine Beziehung herzustellen zu Gott. Nun, diese Tieropfer haben niemals Vergebung der Sünde erwirken können. Das hat einzig und allein Jesus Christus durch sein Opfer getan. Und wenn wir heute sündigen, und wir gehen hier auf verschiedene Kategorien von Sünde ein, dann können wir uns an Jesus Christus wenden und können um die Vergebung der Sünde bitten. Wir müssen sie aber bereuen. Bereuen heißt anerkennen, dass wir etwas Falsches getan haben, das dann lassen, sich davon abwenden und das Richtige tun. Es muss also richtige Reue sein, bleibende Reue. Es geht nicht darum, dass man irgendwie nur das so vorgibt. Wir können keine Vergebung der Sünde erlangen, wenn wir nicht zunächst einmal aufrichtig bereuen. Schauen Sie, die Pharisäer, die kamen damals zu Johannes dem Täufer und die wollten sich taufen lassen, weil die ganze Welt sich taufen ließ von Johannes und dann wollten die eben auch dabei sein. Und was sagte Johannes denen? Ihr Schlangenbrut, was kommt ihr hierher, euch taufen zu lassen? Bringt erst einmal wahrhaftige Früchte der Reue hervor. Dann könnt ihr zu mir kommen, um euch taufen zu lassen, denn Johannes taufte ja mit einer Taufe der Reue. Schauen Sie, hier geht es darum, dass wir uns eben nicht leichtfertig, gedankenlos, möchte man einmal sagen, dadurch versündigen, dass wir etwas sagen oder auch tun, was wir nicht hätten sagen oder tun sollen. Es geschieht eben aus Unbesonnenheit, wie die Elberfelder Bibel hier diese Stelle übersetzt. Aus Unbesonnenheit oder aus Unbedacht. Aber es ist gleichwohl Sünde. Und wenn man dies erkennt, dann muss man dies vor Gott bringen. Es geht nicht darum, dass man zu einem Priester geht und dem jetzt alle Sünden mitteilt, die man so begangen hat. Das ist nicht die Art von Bekenntnis, von der die Bibel hier spricht. Nein, ihr Bekenntnis soll Gott gegenüber erfolgen. Sie gehen zu Gott im Gebet. Sie bringen vor Gott die Sünde, die sie erkannt haben, bitten ihn um Vergebung und Gott wird ihnen dann diese Sünde vergeben, wenn sie sie wirklich bereuen und dann auch lassen. Und nicht natürlich immer fortgesetzt die gleiche Sünde wiederholen. Schauen wir uns nun eine weitere Kategorie von Sünde an. Und zwar im dritten Buch Mose Kapitel 6. Dritten Buch Mose Kapitel 6. Angefangen Vers 2. Hier wird die Sache schon gefährlicher. Jetzt geht es nämlich um vorsätzliche Sünde. Man weiß ganz genau, was man tut. Man weiß aber auch, dass man es nicht tun sollte.
Man tut es aber trotzdem. 3. Mose Kapitel 6, angefangen Vers 2. Gebiete Aaron und seinen Söhnen und sprich: Dies ist das Gesetz über das Brandopfer. Nun kehren wir zurück hier zu 3. Mose Kapitel 5, die Verse 21 bis 24. Denn ich habe jetzt hier aus einer Stelle gelesen, wie sie hier in der Lutherbibel der Zählung gemäß beschrieben steht. Aber in der englischen Bibel gibt es eine andere Zählung. Und die Stelle, auf die ich hier eigentlich eingehen will, die steht zwar in der englischen Bibel, wenn Sie eine haben, in 3. Mose Kapitel 6, aber hier in der deutschen Bibel steht sie in 3. Mose Kapitel 5. Also manchmal muss man ein wenig aufpassen, weil eine abweichende Zählung vorliegen mag. Und das ist hier der Fall. Also in 3. Mose Kapitel 5, gemäß Lutherbibel, lesen wir die Verse 21 bis 24. Wenn jemand sündigte und sich damit an dem Herrn vergriffe, dass er seinen Namen oder dass er seinem Nächsten ableugnet, was ihm dieser anvertraut hat und was ihm zu treuer Hand gegeben ist. Also hier wird klar und deutlich gesagt, dem wurde etwas übergeben und als jetzt der Nächste kam, um das wieder zurückzufordern, da leugnete er ab, dass er sie erhalten hatte. Eine vorsätzliche Sünde. Oder was er mit Gewalt genommen oder mit Unrecht an sich gebracht hat. Also hier wird jetzt sogar von Raub und von Untreue gesprochen. Vorsätzliche Sünde. Oder wenn er etwas Verlorenes gefunden hat und es ableugnet und einen falschen Eid schwört über irgendetwas, worin ein Mensch gegen seinen Nächsten Sünde tut. Also hier wird jetzt sogar von einem Meineid gesprochen. Zunächst einmal von vorsätzlicher Untreue und dann und Veruntreuung und dann auch noch von Meineid. Also ganz klar vorsätzliche Sünden. Wenn es so geschieht, dass er sündigt und sich verschuldet, schauen Sie, wie Gott das damals gesehen hat. So soll er wiedergeben, was er mit Gewalt genommen oder mit Unrecht an sich gebracht hat oder was ihm anvertraut war oder was er gefunden hat oder worüber er den falschen Eid geschworen hat. Das soll er alles ganz wiedergeben und darüber hinaus den fünften Teil. Dem soll er es geben, dem es gehört, an dem Tag, wenn er sein Schuldopfer darbringt. Schauen Sie, das System, das Gott für richtig hält, bestand nicht darin, dass man jetzt Diebe ins Gefängnis steckt, wo ihnen nur weiter klar und deutlich gemacht wird, wie man, wenn man aus dem Gefängnis herauskommt, noch bessere Diebe werden kann. Das System bestand darin, dass zunächst einmal das, was veruntreut wurde, was geraubt wurde, das musste erstattet werden, zurückgegeben werden. Und dann noch zu einem fünften Teil darüber hinaus musste den Betrogenen, den Bestohlenen dies gegeben werden. Das kam aus der Tasche des Diebes. Der hat sich dann das nächste Mal vielleicht ein bisschen besser überlegt, ob er so etwas noch einmal tun wollte. Wenn es aus seiner eigenen Tasche kam, schauen Sie, er war dann nicht im Gefängnis, wo er dann beköstigt wurde mit all den möglichen Dingen, die ihm da so gegeben werden. Das ist das System, was irgendwie wirken würde, wenn man es heute anwenden könnte. Einige Richter haben das bereits auch zu einem gewissen Grade getan, aber viel zu wenig geschieht dies. Wussten Sie, dass es in der Bibel so gut wie überhaupt keine Stellen gibt, wo eine Strafe der Gefängnisstrafe erwähnt wird? Das Gefängnis gibt es eigentlich im Alten Testament gar nicht. Es ging lediglich darum, dass in einem Falle jemand zunächst einmal in Gewahrsam genommen wurde, bis man entscheiden konnte, was geschehen sollte mit dieser Person. Das System im Alten Testament war ein weitaus fortschrittlicheres, als wir es heute in unserer Gesellschaft haben, wo wir quasi Leute zu Dieben und Verbrechern erziehen, wenn sie im Gefängnis sind. Obwohl genau das Gegenteil der Fall sein sollte. Aber hier geht es um vorsätzliche Sünde. Die konnte auch bereut werden, die konnte auch vergeben werden. Selbst im Alten Testament konnte eine Beziehung wiederhergestellt werden, eben aufgrund von solcher Taten. Aber es war natürlich schon eine andere Situation als jemand, der nun nachlässig und fahrlässig gehandelt hatte. Und dann gibt es natürlich noch weitere Kategorien und wir sehen, wie sich das alles so zuspitzt. Jetzt wird nicht nur gesündigt, also in der Hitze des Augenblicks, sondern jetzt wird es mit Planung vollbracht. Man plant sich diese Sünde aus. Und das ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, noch weitaus gefährlicher. Schauen wir uns einmal das Buch Micha an, im zweiten Kapitel, und wiederum lese ich hier aus der Elberfelder Bibel. Micha, Kapitel 2. Micha, Kapitel 2. Und ich möchte hier einmal Vers 1 lesen. Micha, Kapitel 2 und Vers 1.
Und da heißt es in der Elberfelder Bibel, und die Menge Bibel hat es ähnlich: Wehe denen, die Unheil ersinnen und böse Taten auf ihren Lagern ersinnen. Schauen Sie, die bereiten sich auf diese bösen Taten vor. Die überlegen sich auf ihren Lagern, auf ihren Betten, wenn sie so in ihrem Bett liegen: So, was kann ich morgen alles so tun, um anderen zu schaden, um mir auf unrechte Weise zu helfen? Beim Morgenlicht führen sie es aus, weil es in der Macht ihrer Hand steht. Und schauen Sie, was die sich alles so ersinnen. Begehren sie Felder, sie rauben sie. Und Häuser, sie nehmen sie weg. Und sie üben Gewalt am Mann und in seinem Haus, am Menschen und an seinem Erbteil. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich ersinne gegen diese Sippe Böses, aus dem ihr eure Hälse nicht ziehen und unter denen ihr nicht aufrecht gehen werdet, denn es ist eine böse Zeit. Also Gott sagt hier, ihr unternimmt überhaupt gar nichts gegen diese Menschen, die sich Böses ersinnen und dann Gewalttaten verüben. Ihr seid Teil von denen. Ihr seid also nicht jemand, wie es hier heißt, der aufrecht geht, der sich unterscheidet von diesen. Nun, es ist eine böse Zeit, sagt er hier, und keiner steht für das Recht ein. Und so sagt Gott, so werde ich dann letztendlich eingreifen müssen. Und wie gesagt, die Menge Bibel übersetzt es ähnlich. Es geht hier also um Menschen, die ganz bewusst, vorsätzlich und mit Planung sündigen. Aber auch das kann vergeben werden, schauen Sie. Auch das kann vergeben werden, wenn man sich dessen bewusst wird. Aber es wird natürlich schwieriger und schwieriger. Zunächst begeht man Sünde aus Nachlässigkeit und jetzt wird es auf einmal vorsätzlich und jetzt wird es sogar mit Planung getan. Der Weg hin in den Abgrund sozusagen ist natürlich bereits schon weitaus in stärkerem Maße beschritten worden. Aber jetzt geht es sogar noch um eine weitere Sünde, die dann auch weitaus gefährlicher wird. Und das ist, wenn man mit Arglist sündigt, wenn man mit Hinterlist sündigt, wenn man mit Hass sündigt. Und da gibt es viele Stellen in der Bibel, die davon sprechen. Und ich möchte einige davon einmal lesen. Zunächst einmal aus der Menge Bibel. 2. Mose, Kapitel 21. 2. Mose, Kapitel 21 und in Vers 14. Deswegen warnt Christus vor Hass. Er sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen, anzufüllen, ihm den Sinngehalt zu geben, zu zeigen, worum es eigentlich geht. Und er sagte dann, euch ist gesagt worden, ihr sollt nicht töten, ihr sollt nicht morden. Aber ich sage euch, wer schon seinen Nächsten hasst, der hat bereits Mord begangen in seinem Herzen. Denn schauen Sie, der Hass wird zum Mord führen, wenn die Gelegenheit gegeben ist und wenn man diesen Hass nicht unterdrückt oder überkommt oder bewältigt oder überwindet oder von sich wegnimmt. Deswegen ist es so gefährlich, sich im Hass oder dem Hass zu ergeben und immer im Hass zu leben. Und wir lesen dies auch hier im 2. Buch Mose, Kapitel 21 und in Vers 14. Wenn sich aber jemand gegen einen anderen so weit vergisst, dass er ihn hinterlistig ums Leben bringt, so sollst du ihm sogar von meinem Altar wegnehmen, damit er stirbt. Die Menge Bibel sagt hier hinterlistig. Es kann also auch andere übersetzen hier mit Arglist oder mit Hass. Aber das ist das Gleiche. Man begeht Hinterlist, man begeht Arglist, weil man eben diesen Menschen hasst, weil man dem nicht gut will. Die Elberfelder Bibel, oder lesen wir zunächst einmal 4. Buch Mose 15 in der Lutherbibel und dann nehme ich die Elberfelder Bibel mit zur Hilfe. 5. Buch Mose Kapitel 15, 4. Buch Mose Kapitel 15, 4. Buch Mose Kapitel 15, die Verse 30 und 31. Und es soll einerlei Gesetz gelten für die, die ein Versehen begehen, für den Einheimischen unter den Israeliten und für den Fremdling, der unter euch wohnt. Also Gott hat keineswegs befürwortet, dass man einen Einheimischen anders behandelt als einen Fremdling, wie das heute leider so oft in den verschiedenen Ländern dieser Welt geschieht. Nein, es soll ein Gesetz gelten, ein Richtspruch, eine Gerechtigkeit für alle. Und es heißt hier, wenn aber ein Einzelner aus Vorsatz frevelt,
es sei ein Einheimischer oder ein Fremdling, so hat er den Herrn geschmäht. Er soll ausgerottet werden aus seinem Volk, denn er hat das Herrenwort verachtet. Also er hat es aus Vorsatz getan, aber er hat es nicht nur aus Vorsatz getan, wie wir vorher von Vorsatz sprachen, sondern es war dies mit einer Verachtung geschehen, mit einer Hinterlist, mit einer Arglist gegenüber dem Wort Gottes und natürlich auch gegenüber dem anderen Menschen. Er hat das Herrenwort verachtet, er hat sein Gebot gebrochen. Ja, der soll ausgerottet werden. Damals gab es keinerlei Möglichkeit, einen solchen von der Todesstrafe zu befreien, wenn er in solcher Weise gehandelt hat. Nun, heute besteht diese Möglichkeit im geistlichen Sinne. Selbst eine solche Sünde kann vergeben werden, wenn sie aufrichtig bereut wird. Aber wir sehen schon, wie ernst Gott diese Dinge nimmt. Und wie sehr wir aufpassen müssen, dass wir nicht in diese Situation hineinschlittern. Ich sagte, ich wollte die Elberfelder Bibel hier mit zu Rate ziehen, denn die übersetzen 4. Mose 15 in der Weise, dass sie auch den ursprünglichen Text hier noch deutlich machen. Da heißt es nämlich in 4. Mose Kapitel 15, die Verse 30 und 31, aber die Person, die mit erhobener Hand handelt, mit erhobener Hand, wenn wir das jetzt aus dem Zusammenhang sehen, das bedeutet mit Verachtung. Die machen es vorsätzlich mit erhobener Hand, wenden sich gegen Gott und sagen, ich mach's trotzdem. Die also mit erhobener Hand handeln, von den Einheimischen und von den Fremden. Diese Person lästert den Herrn. Und diese Person, interessanterweise im Original heißt es, diese Seele soll ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Denn das Wort des Herrn hat sie verachtet und sein Gebot aufgehoben. Diese Person, diese Seele, soll unbedingt ausgerottet werden. Ihre Schuld ist auf ihr. Schauen Sie, wiederum wird hier eine Person als eine Seele beschrieben. Die Bibel kennt die Idee der unsterblichen Seele nicht. Hier wird die Person, die die Seele ist, ausgerottet. Die wird getötet. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben, sagt das Buch Ezekiel. Es kommt auf die Sünde an, wie wir hier schon bereits gesehen haben. Aber wiederum wird hier deutlich gemacht, auch wenn man das glauben will, was die Bibel sagt, dass es keine unsterbliche Seele gibt. Nirgendwo beschreibt die Bibel eine Person als eine unsterbliche Seele. Der Mensch ist sterblich, aber Gott kann uns das ewige Leben als eine Gabe schenken. Wiederum hier geht es um vorsätzliche Sünde mit Arglist, mit Hinterhalt, mit Hass. Schauen wir uns 5. Buch Mose Kapitel 1 an. 5. Buch Mose Kapitel 1 und Vers 43. Es ging hier darum, dass Gott mit dem Volk nicht zufrieden war und sie hatten sich nicht auf den Herrn verlassen. Und hatten dann im Krieg eine Schlappe erlitten und haben jetzt gesagt, okay, wir bereuen das und wir werden jetzt trotzdem noch gegen diese Feinde kämpfen. Und Gott sagte, nein, kämpft jetzt nicht gegen die, ihr werdet den Kampf verlieren. Und das berichtet jetzt hier Mose in 5. Buch Mose und er sagt hier im 1. Kapitel in Vers 42, da sprach der Herr zu mir, sage ihnen, dass sie nicht hinaufziehen, auch nicht kämpfen, denn ich bin nicht unter euch, damit ihr nicht geschlagen werdet vor euren Feinden. Vers 43, als ich euch das sagte, gehorchtet ihr nicht und wurdet ungehorsam dem Munde des Herrn und wart vermessen und zog hinauf ins Gebirge und wurde natürlich dann in schmählichster Weise von den Amoritern besiegt. Die wurden vermessen, heißt es hier. Nun, die Zürcher Bibel übersetzt diese Stelle in folgender Weise. 5. Buch Mose Kapitel 1, und Vers 43, und ich redete mit euch, doch ihr hörtet nicht und wart widerspenstig gegen den Befehl des Herrn. Und vermessen zog ihr hinauf auf das Gebirge. Also Widerspenstigkeit und Vermessenheit zeugen von einem vorsätzlichen Verhalten, das nicht nur in der Hitze des Momentes geschieht, das nicht nur unbedingt mit Planung geschieht, es ist hier eine Reaktion auf etwas, was uns Gott sagt, zu tun oder nicht zu tun, und wir lehnen uns dagegen auf. Das ist diese mit Arglist, mit Hinterlist, mit Hass
beschriebene Sünde. Man irgendwie hasst in diesem Sinne das, was Gott uns sagt, wollen das nicht akzeptieren. Und das ist in diesem Falle, hat es eine sehr schlimme Konsequenz gehabt. Viele, viele Menschen wurden bei dieser Schlacht dann getötet. Schauen wir uns auch jetzt 5. Mose Kapitel 17 an. 5. Mose Kapitel 17, die Verse 11 bis 13. Nun, wenn ich diese Dinge alle vortrage, dann überlegen Sie sich einmal, wie das so in Ihrem Leben aussieht. Bezieht sich das in gewisser Weise hin und wieder auf Sie? Wenn ja, ist es die höchste Zeit, das zu bereuen. Es vor Gott zu bringen, Gott um Vergebung zu bitten und sich dann zu bemühen, nicht mehr auf diese Weise zu handeln. Am besten ist, man kommt erst gar nicht in die Situation, aber wenn man drin steckt, dann ist es höchste Zeit, sich daraus herauszuwinden. In 5. Mose 17, die Verse 11 bis 13. Es geht hier darum, dass ein Gericht eine Entscheidung getroffen hatte. An die Weisung, die sie dir geben, und an das Urteil, das sie dir sagen, das sollst du dich halten, sodass du davon nicht abweichst, weder zur Rechten noch zur Linken. Das war eine Entscheidung, die damals von den Richtern erlassen wurde, unter Gottes Inspiration. Und wenn jemand vermessen handeln würde, dass er dem Priester nicht gehorcht, der dort im Dienst des Herrn, deines Gottes, steht, oder dem Richter, der soll sterben. Und du sollst das Böse aus Israel wegtun, auf das alles Volk aufhorche und sich fürchte und nicht mehr vermessen sei. Ach, hier wiederum das gleiche Prinzip. Hier wurde ein Urteil unter Gottes Inspiration gefällt. Nicht heute, wie so viele Richter heute Urteile fällen, die von Wahrheit und Gerechtigkeit so gut wie überhaupt keinerlei Bezug haben. Es geht hier um ein von Gott inspiriertes Urteil. Und Gott erwartet, dass dies dann befolgt wird. Auch in der Kirche heute kann dies geschehen, dass eine Entscheidung erlassen wird und die der Bibel entspricht, und einige sind dann damit nicht einverstanden und handeln dann vermessen der Entscheidung gegenüber. Nun schauen Sie, Gott sagt, da habe ich keinerlei Sympathie dafür. Im damaligen Israel mussten die sogar getötet werden für eine solche Handlung, damit eben nicht andere diesem schlechten Vorbild dann folgen würden. In 5. Mose Kapitel 18 lesen wir eine weitere Stelle, die Verse 18 bis 22. Hier gibt es eine sehr interessante Prophezeiung, die sich auf Christus bezieht. Hier spricht Mose. Aber Mose sagt den Israeliten, dass ein anderer kommen würde in der Zukunft. Der Prophet, wie er auch im Neuen Testament beschrieben steht. Und in der Tat war Jesus Christus dieser Prophet. Und schauen Sie, was Mose hier sagt. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken. Aus ihren Brüdern. Christus kam ja aus dem Stamm Juda. Und meine Worte in seinen Mund geben. Und Christus, wie wir gesehen haben, hat wiederholt gesagt, meine Worte, die ich spreche, sind nicht meine Worte, es sind die Worte, die der Vater mir gegeben hat. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Doch wer meine Worte nicht hören wird, die er, Jesus Christus, in meinem Namen, in dem Namen Gottes des Vaters, redet, von dem würde ich es fordern. Schauen Sie, wenn wir heute die Worte Jesu Christi ablehnen, und wie wir gesehen haben, hat er vielfach aus dem Alten Testament zitiert, dann wird Gott uns zur Verantwortung ziehen dafür, was immer es sein mag. Und dann wird unsere Rechtfertigung, ach, ich habe ja nur meinem Gewissen gefolgt, oder ich habe das nicht gewusst, oder ach, das war doch nicht so wichtig, das wird dann nichts mehr gelten. Aber hier Mose fährt fort Folgendes zu sagen. Doch wenn ein Prophet so vermessen ist, also jetzt nicht mehr der Prophet Jesus Christus, jetzt kommt ein anderer, der von sich vorgibt, er rede mit der Autorität Gottes. Christus sagt ja, es werden viele kommen unter meinem Namen, sagen, ich bin der Christus, und werden viele verführen. Wenn ein Prophet so vermessen ist, dass er redet in meinem Namen, was ich ihm nicht geboten habe, und wenn einer redet in dem Namen anderer Götter, dieser Prophet soll sterben. Wenn du aber in deinem Herzen sagen würdest, wie kann ich das merken, welches Wort der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet redet in dem Namen des Herrn, und es ist nicht nur eine nachlässige Sache hier, dieser Prophet handelt vermessen, er hat sich das genau überlegt. Und er hat dann sich dazu entschieden, bewusst etwas Falsches zu lehren, sogar möglicherweise den Menschen zu sagen, die sollten anderen Göttern folgen. Okay, Gott sagt, wenn der Prophet redet in dem Namen des Herrn und es wird nichts daraus und es tritt nicht ein,
dann ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat es aus Vermessenheit geredet, darum scheue dich nicht vor ihm. Im Gegenteil, es heißt, ein solcher Prophet soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Nun, ich möchte auch darauf hinweisen, dass es eine andere Stelle gibt, wo Gott sogar sagt, wenn ein falscher Prophet auftritt und er etwas sagt, und das tritt ein, das alleine ist auch noch nicht genug, um zu sagen, ja, das muss dann ein Prophet Gottes sein. Denn Gott sagt, er sagt etwas Falsches, das tritt ein, aber er sagt zu gleicher Zeit, wendet euch von dem Gesetz Gottes ab und wendet euch anderen Göttern zu. Dem sollt ihr auch nicht glauben, denn er sagt, Gott lässt es manchmal zu, dass sogar so etwas geschieht, um euch zu prüfen, um zu sehen, wie eng ihr euch an Gott halten wollt, wie sehr ihr euch an das Gesetz Gottes halten wollt. Schauen Sie, wir müssen da aufpassen. Aber hier geht es um einen Propheten, der vermessen handelt, der von sich vorgibt, im Namen Gottes zu sprechen, wohl wissend, dass er es nicht tut. Ein solcher Prophet soll ausgerottet werden aus seinem Volk, wie es hier heißt. Eine weitere Stelle in den Psalmen. Im Psalm 19. Auch wiederum sehr wichtig, denn hier spricht David. Und David hatte sehr stark gesündigt, wie wir wissen. Er hatte einen Ehebruch begangen. Er hatte dann sogar auch dazu beigetragen, dass der Ehemann im Krieg umkam. Und Gott war sehr, sehr zornig über David. Aber David war auch jemand, der ein Mann nach Gottes Herzen war, in dem Sinne, dass er bereute, als er seine Sünde erkannte. Und darauf kommt es an. Es kommt auf die Einstellung an, wie wir uns gegenüber Sünde verhalten, wenn wir sie erkennen. Und David wusste dies auch. Er wusste, dass er nicht fehlerlos war. Er wusste, dass er nicht vollkommen war. Er wusste, dass er Sünde hatte. Er wusste sogar, dass er geheime Sünde hatte, die er selbst gar nicht so erkannte. Und deswegen wendet er sich an Gott und bittet ihn, ihm diese Sünden zu offenbaren. Wir lesen in Psalm 19, die Verse 12 bis 13. Auch lässt dein Knecht sich durch sie, also durch die Worte Gottes, warnen. Und wer sie hält, der hat großen Lohn. Vers 13. Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Schauen Sie, die verborgenen Sünden. Denn manchmal ist man sich so gar nicht darüber klar, dass man sündigt. Die sind uns verborgen, vielleicht sind sie auch anderen verborgen. Aber David sagt, bewahre mich davor, verzeihe mir sie, wenn sie mir zu Bewusstsein kommen. Vers 14, bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen, so werde ich ohne Tadel sein und rein bleiben von großer Missetat. Also ihm war schon bewusst, dass man, wenn man Sünden begeht, große Missetat begehen kann, wenn man nicht aufpasst. Und David bittet hier den Herrn, ihn davor zu bewahren. Und als er sie begangen hat, ihn dann zu vergeben. Und Gott hat ihm auch vergeben, aber die Konsequenzen, die er tragen musste, waren trotzdem enorm. Gott sagte, weil er so schwer gesündigt hatte gegen ihn, er musste Zeit seines Lebens dann mit Krieg in seinem Hause rechnen. Und natürlich auch wurde Ehebruch betrieben mit seinen Nebenfrauen. Schauen wir uns 2. Petrus an. Im 2. Petrusbrief, im 2. Kapitel, die Verse 9 und 10. 2. Petrus, die Verse 9 und 10 im 2. Kapitel. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Das ist das, worum David gebeten hatte. Und Gott weiß, wie er das tun kann, wenn wir wirklich aufrichtig uns an ihn wenden. Der weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten, und er weiß aber auch, die Ungerechten festzuhalten, für den Tag des Gerichtes, um sie zu strafen. Am meisten aber die, die nach dem Fleisch leben in unreiner Begierde und jede Herrschaft verachten, frech und eigensinnig, schrecken sie nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern. Und da geht es weiter in Vers 14. Die haben Augen voll Ehebruch. Nimmer satt der Sünde. Locken an sich leichtfertige Menschen. Haben ein Herz getrieben von Habsucht. Verfluchte Leute. Schauen Sie, der Fluch des Gesetzes bleibt über denen bestehen, weil sie nicht bereuen wollen. Die sind nimmer satt der Sünde. Die haben Augen voll Ehebruch. Die können nicht davon ablassen. Die wollen nicht davon ablassen. Hier kommt es auf die unvergebbare Sünde zu sprechen an. Schauen Sie, das ist das, was sehr gefährlich wird. Ausgesprochen gefährlich. Aber das fängt nicht so an. Aber es hört damit auf. Schauen Sie, wenn wir Sünde begehen und immer mehr und sie nicht bereuen wollen und dann eine Entwicklung haben in unserem Leben, wo wir sogar beginnen, das, was Gott uns sagt, zu hassen, uns gegen Gott zu wenden und dann zu dem Punkt gelangen, wo wir nicht mehr bereuen wollen,
weil wir das so lieben, was wir tun, obwohl es total im Gegensatz steht zu dem, was Gott sagt. Das ist das, was die Bibel die unvergebbare Sünde nennt, weil wir uns jetzt gegen den Geist Gottes auflehnen, die Kraft, die uns ändern könnte. Schauen Sie, als damals die Pharisäer sich gegen Christus wandten und sie sagten, ja, der ist ja in Wirklichkeit vom Teufel, der treibt Dämonen mit Beelzebub aus, obwohl sie es besser wussten. Da hat Christus sie gewarnt und hat denen nicht gesagt, ihr habt bereits die unvergebbare Sünde begangen, aber er hat gesagt, ihr lauft hier auf dünnem Eis. Achtet euch oder bewahrt euch davor. Habt Acht, wenn ihr nämlich gegen den Heiligen Geist sündigt, die Kraft, die uns ändern kann, wenn ihr euch dagegen auflehnt, dass ihr euch ändern wollt, dann kann es dazu führen, dass ihr euch dann nicht mehr ändern könnt. Und das ist die unvergebbare Sünde. Und das kann jede Sünde sein, aber sie beginnt meistens mit Nachlässigkeit. Und dann geht es durch diese Kausalkette, von der ich sprach, bis es dann hierhin kommt. Denn schauen Sie, wie das hier weiter beschrieben steht in Vers 17. Das sind Brunnen ohne Wasser und Wolken, vom Wirbelwind umhergetrieben. Ihr Los ist die dunkelste Finsternis. Vers 20. Denn wenn sie durch die Erkenntnis unseres Herrn, also die hatten durchaus erkannt, wie man leben soll. Die hatten die Erkenntnis Gottes empfangen, scheinbar den Heiligen Geist empfangen. In den meisten Fällen muss man den Heiligen Geist haben und ihn dann wieder verlieren, um die unvergebbare Sünde begehen zu können. Und es gibt vielleicht Ausnahmen. Jemand, der vielleicht den Heiligen Geist noch nicht hat, aber der Heilige Geist wirkt schon mit einem oder könnte mit einem wirken und man lehnt sich total dagegen auf. Denn Gott wird ja nicht einen zur Reue zwingen, wenn man die Reue nicht akzeptieren will. Auch dann kann man in der Tat zu dem Punkt gelangen, wo man die unvergebbare Sünde begeht. Aber hier heißt es, wenn sie durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind dem Unrat der Welt, werden aber wiederum in diesem verstrickt und von ihm überwunden, dann ist es mit ihnen am Ende ärger geworden als vorher. Denn es wäre besser für sie gewesen, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. An ihnen hat sich erwiesen die Wahrheit des Sprichwortes, der Hund frisst wieder, was er gespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Dreck. Nun, wenn Sie die Wahrheit kennen, dann achten Sie darauf, dass Sie die Wahrheit bewahren, dass Sie sie nicht wieder verlieren. Denn wenn Sie dies tun, dann könnten Sie mit einer Sau verglichen werden, die sich wieder im Dreck wälzt, wie das Gott so ausspricht. Die Parallelstelle im Judasbrief sagt uns noch etwas mehr über diese Kategorie von Leuten, die scheinbar die unvergebbare Sünde begangen haben oder zumindest sehr nahe dran sind. Judas, Vers 12, Judas hat ja nur ein Kapitel, da heißt es, sie sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen. Die prassen ohne Scheu, die weiden sich selbst. Diese Liebesmahl ist eine Bezeichnung, die sich auf die heiligen Festtage Gottes bezieht. Also im Neuen Testament wurden die nach wie vor gehalten. Aber es waren hier Menschen, die hielten zwar die Feste Gottes, aber die waren Schandflecken. Die hörten eigentlich gar nicht dazu. Es heißt, die prassen ohne Scheu, die weiden sich selbst, sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt. Der zweite Tod wird hier angesprochen. Der zweite Tod, von dem es keine Auferstehung gibt. Der zweite Tod, der dahin führt, dass man in den feurigen See, wie die Offenbarung dies beschreibt, geworfen wird, um dort zu verbrennen. Es geht nicht um eine ewig brennende Hölle, wo man also für alle Zeit da gequält wird. Dieser Feuersee, dieser feurige Pfuhl ist etwas, in den diejenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben, geworfen werden, um dort zu verbrennen. Schauen Sie, im Griechischen steht das Wort Gehenna. Christus spricht von dem Gehenna-Feuer. Gehenna war eine Anspielung auf das Tal Hinnom vor Jerusalem, in das die Leichen von Verbrechern geworfen wurden und die wurden dort in diesem Tal verbrannt. Da kommt dieses Wort Gehenna her. Und das Wort Gehenna, wenn es auf die Hölle sich bezieht, wie das so in der Lutherbibel übersetzt wird, ist immer dieser feurige Pfuhl damit gemeint. Aber dieser feurige Pfuhl, dieses Gehenna-Feuer, das verbrannte die Leichen. Das brannte ja nicht für alle Zeit und die Leichen wurden auch nicht für alle Zeit verbrannt. Wenn sie verbrannt waren, dann waren sie nicht mehr in Existenz. Und genau geht es hier auch darum, wenn die Bibel von diesem feurigen Pfuhl spricht im Buch der Offenbarung. Aber schauen Sie, wie das hier weiter geschrieben steht in Vers 19 im Judasbrief. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen. Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben.
Also das sind Menschen, die den Geist nicht haben. Entweder die ihn noch nie gehabt haben, oder aber die ihn hatten und wieder verloren haben. Und das ist scheinbar das, was hier gemeint wird, denn die sind diejenigen, die zweimal gestorben sind. Es ist klar, dass wir nicht in eine solche Kategorie gelangen wollen. Aber das Problem ist, damit fängt es nicht an. Damit hört es auf. Schauen wir uns einmal 3. Johannes an. 3. Johannes, die Verse 9 und 10. Denn hier wird jemand sogar namentlich erwähnt, der scheinbar in diese Kategorie fiel. 3. Johannes, die Verse 9 und 10. Hier ist der Apostel Johannes, der Führer der Kirche damals. Schauen Sie, was dem widerfuhr. In Vers 9. Ich habe der Gemeinde kurz geschrieben, aber Diotrephes, irgendwie ein örtlicher Leiter der Gemeinde, der unter ihnen der Erste sein will, der nimmt uns nicht auf. Also der wehrte dem Johannes, überhaupt in diese Gemeinde zu kommen. Darum will ich ihn, wenn ich komme, erinnern an seine Werke, die er tut. Denn er macht uns schlecht mit bösen Worten und begnügt sich noch nicht damit. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und hindert auch die, die es wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Also hier war ein verderblicher Leiter in der Gemeinde damals, dieser örtlichen Gemeinde, der zumindest sehr nahe daran war, die unvergebbare Sünde zu begehen. Und Johannes sagt nun, ich werde mit ihm umgehen, wenn ich komme, denn der stößt die wahren Christen aus der Gemeinde und er nimmt uns auch nicht einmal auf, die wir die Führer und Leiter der gesamten Kirche damals sind. Im Titusbrief wird erwähnt, dass wir keinerlei Grund haben, uns in irgendeiner Form besser zu fühlen als andere Menschen. Wenn wir die Wahrheit heute erkannt haben sollten, dann seien wir froh darüber. Aber denken wir auch daran, dass wir auch einmal so waren. Aber zunächst einmal spricht er hier über das, wie wir alle so gelebt haben. In Titus Kapitel 3 und Vers 3. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar. Wir lebten in Bosheit und Neid. Wir waren verhasst und hassten uns untereinander. Aber schauen Sie, wir hatten nicht den Punkt erreicht der unvergebbaren Sünde, weil wir die Wahrheit ja noch nicht so richtig verstanden. Und als wir verstanden, dass alles dies falsch war, dann ging es darum, alles dies abzulegen, alles dies hinten vorzulassen. Und das ist genau das, was Paulus sagt im Kolosserbrief, Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3. Und wir müssen uns natürlich dafür hüten, dass wir nicht in die falschen Gleise gelangen und wieder das tun, was wir abgelegt haben. Denn wie ja der Petrus gesagt hat, das kann dann dazu führen, dass wir wie die Schweine sind, die wieder in dem Schmutz sich herumwälzen. Kolosser Kapitel 3, die Verse 8 bis 10, da sagt er, nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und habt den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Also wir sollen nicht mehr so leben, wie wir einst gelebt haben. Denn wenn wir es tun, die wir die Wahrheit empfangen haben, die wir den Heiligen Geist empfangen haben, dann sehen wir uns der unvergebbaren Sünde entgegen. Darum geht es. Das ist die Warnung, die hier zum Ausdruck kommt. Denn ich möchte hier zum Abschluss diese Stelle einmal lesen. Im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 10. Das ist die Warnung an alle wahren Christen. Das ist aber auch die Warnung an alle, die vielleicht sich noch nicht haben taufen lassen als Erwachsene, und nur die zählt, diese Erwachsenentaufe, denn nur dadurch wird uns die Gewissheit gegeben von Gott, dass wir den Heiligen Geist erlangen können. Aber wenn man sich auf diesem Weg dorthin befindet, dann arbeitet Gottes Geist ja bereits schon mit einem. Also auch für solche Menschen gilt diese Warnung hier. In Hebräer Kapitel 10, und lesen wir Vers, nun fangen wir in Vers 23 zu lesen an, um eben den Zusammenhang zu sehen. Das hatten wir eben schon gelesen. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen,
unsere Versammlungen, wie einige es zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, dass umso mehr, dass ihr seht, dass der Tag sich naht. Nun Vers 26, denn wenn wir mutwillig sündigen, mutwillig, alles das zusammengefasst, von dem wir heute gesprochen haben, vorsätzlich, mit Vorbedacht, mit Hass, mit Arglist, mit Hinterlist, wenn wir zu diesem Punkt wieder gelangen, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, da haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher, schauen Sie, verzehren wird. Es geht nicht darum, dass die jetzt für alle Ewigkeit in einer Hölle rumschmoren. Nein, die werden verbrannt, die werden verzehrt werden in diesem feurigen Pfuhl. Vers 28, wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt, das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde, mit anderen Worten das Opfer Jesu Christi, und der den Geist der Gnade schmäht. Schauen Sie, die Menschen sagen heute, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Nun, wenn wir unter der Gnade sind, dann schmähen wir besser den Geist der Gnade nicht. Wie Paulus sagt, sollen wir weiter sündigen, sodass die Gnade umso mächtiger werde, dessen Verdammnis ist gerecht. Wir schmähen Gottes Geist der Gnade, wenn wir weiter in Sünde leben. Und so sagt Paulus hier, denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Schauen Sie, meine Damen und Herren, das sind neutestamentliche Schriftstellen. Die meisten heute, die sagen, ja, Gott ist ein Gott der Liebe, der straft nicht. Was für ein Unfug, was für ein absoluter Unsinn, was für ein absolutes Bekenntnis eines Menschen, der nichts von dem versteht, was die Bibel lehrt. Und so sagt Paulus hier, gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg. Und das sind die abschließenden Worte, die ich Ihnen heute mit auf den Weg geben möchte. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut, nicht sündigt, noch nicht einmal aus Nachlässigkeit, und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, dann hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.